Oberbürgermeister, wir haben einen neuen deutschen Meister in München. Der ERC ist erstmals deutscher Meister geworden. Was sagst du dazu? Ja, ich kann nur gratulieren. Ich war bei einigen Spielen ja draußen. Der ERC hat es souverän gemacht. 4:0 in die Playoffs, das war wirklich nicht zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja das Vergnügen, dass ich den ERC morgen auch bei mir im Rathaus empfangen darf. Und wir werden am Abend noch am Kubertanplatz gemeinsam auf der Bühne stehen. So um 7:30. Ich freue mich schon darauf. Nochmal sensationell und nach 16 Jahren wieder ein Eishockeymeister in München, das ist schon was Besonderes. Jetzt haben wir Eishockey, Fußball, Basketball, Damenfußball, unglaublich in München. Also wir sind die Sportstadt, da glaube ich, können Sie keine andere Stadt mithalten. Jetzt gab es eine Diskussion darüber, dass die Bayern immer am Rathausbalkon feiern, der ERC nicht. Was ist da los? Ja, wir haben mit dem ERC ja von Haus aus war ausgemacht, dass sie am Kubertanplatz feiern. Ehrlich gesagt haben wir erst ganz spät über das Feiern geredet. Und die freuen sich da drauf und die ja, und die fahren mit dem offenen Bus da hier, hoffentlich schneit es nicht morgen. Und wie gesagt, ich habe es im Rathaus ja beim Goldenen Buch und das reicht ihnen ja und das sind ganz glücklich drüber. Die freuen sich, glaube ich, zu Recht über den sportlichen Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch.